Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und Brexit, Brexit und kein Ende. Schon wieder eine Frage betreffend des Brexit, nämlich was passiert eigentlich mit unseren ganzen Brokern, die ja mehrheitlich alle auf der Insel sitzen? Was wird eigentlich aus denen, wenn jetzt Großbritannien aus der Europäischen Union austritt? Können wir dann überhaupt noch bei diesen Brokern handeln? Müssen wir uns Alternativen suchen? All das beantworte ich euch jetzt in diesem Video. Also, das ist natürlich eine der spannenden Fragen, die es derzeit gibt und die ja auch im Vorfeld dieser ganzen Brexit-Entscheidung ein ganz, ganz großes Diskussionsthema war. Denn sehr viele Finanzfirmen sind ja in London, in der Londoner City angesiedelt. Und der Grund natürlich, dass das so war, oder es sind eigentlich mehrere Gründe. Grund Nummer eins, Großbritannien war ja schon immer sehr, sehr wirtschaftsfreundlich und hat auch die Finanzindustrie durch vielerlei Vergünstigungen auf steuerlicher Seite und andere Dinge zu sich nach London gezogen. London ist nach wie vor das große Finanzzentrum in Europa und ist quasi so unser europäisches Finanzzentrum im Gegensatz jetzt zu den Amerikanern. Da sitzen die eben in New York oder in Chicago. In Asien ist das mittlerweile ja in China, aber auch in Tokio nach wie vor angesiedelt. Und Europa hatte eben seinen Platz in London. So, und jetzt sind natürlich ganz viele Broker einfach, haben ihren Sitz in London aus den Gründen, weil dort gibt es super Personal. Die steuerliche Gesetzgebung ist ziemlich gut, die Regularien sind sehr, sehr gut. Und ein ganz wichtiger Punkt war aber auch, wenn du eine Zulassung in England hast, dann darfst du deine Produkte auch in der gesamten EU anbieten. Das ist eben einer der Vorteile der Europäischen Union. Wenn du in einem Land eine Zulassung hast, dann müssen alle anderen Länder dem ebenfalls zustimmen. So. Jetzt kann es ja passieren, wir wissen das ja alle noch nicht, dass über kurz oder lang Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. Laut Brexit-Beschluss will das ja die Mehrheit der Bevölkerung. Was passiert jetzt eigentlich mit unseren Brokern? Und es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil die ganzen Broker hätten mit dem endgültig vollzogenen Austritt aus der EU keine Zulassung mehr für ihre Geschäfte in Resteuropa. Jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen, okay, das würde erst zum Tragen kommen, wenn England, Großbritannien tatsächlich aus der EU austritt. Hier ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen und selbst wenn, dann wird das etliche Jahre in Anspruch nehmen, also 2 Jahre, 3 Jahre, irgendwas. So, was wird dann passieren? Es ist natürlich klar, dass viele Firmen, die jetzt in London sitzen, die wollen weiterhin Geschäfte in Europa machen. Die wollen weiterhin Geschäfte in Deutschland, in Frankreich, in Holland, in Belgien, in den osteuropäischen Staaten. Da wollen die überall weiterhin Geschäft machen. Das werden sie aber nicht mehr können, wenn sie ausschließlich in London sitzen. Und das ist auch der Punkt, wenn sie ausschließlich da sitzen. Was werden die tun? Die werden einfach nach Europa rüberkommen. Das heißt also, die ganzen Broker, die jetzt momentan eben eine Zulassung in England haben, die werden sich ganz einfach Zulassungen hier auf dem europäischen Festland holen. Das heißt also, die gehen entweder nach Frankreich oder die gehen nach Paris. Man darf nicht vergessen, auch Paris hat eine große Finanzszene. In Paris gibt es eine Börse und das heißt, die werden das einfach tun. Die werden nicht in die Schweiz gehen, weil die Schweiz ja auch nicht zur Europäischen Union gehört. Zumindest was die ganzen Finanzdienstleistungen betrifft. Das sind extra Regelungen, die es da gibt. Aber die ganzen Broker werden sich irgendwo einen europäischen Sitz suchen und werden jetzt innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre einfach sich eine Zulassung holen. Und die Broker haben natürlich all die Manpower als auch die finanziellen Mittel, sich solche Zulassungen geben zu lassen. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. Und deswegen muss man da auch momentan überhaupt keine Sorgen haben. Irgendwann werden wir von unseren Brokern, Interactive Brokers mal als Beispiel oder eben dann auch die ganzen verbundenen Introducing Broker wie CapTrader oder Lynx hier im Optionsbereich. Da werden wir einfach mal irgendwann ein Schriftstück bekommen, was wir unterschreiben müssen. Das war ja schon mal so, wer noch ganz alte Konten bei IB hat, wie ich zum Beispiel, der war ursprünglich bei Interactive Brokers Amerika. Und dann kam ja, dass Interactive Brokers eine Firma extra in London gegründet hat, oder in Europa, in UK, damit man Produkte in Europa anbieten darf, die in Amerika nicht zugelassen sind. Also beispielsweise CFDs oder Zertifikate. So, und da hat man ja schon gesehen, okay, die wissen ganz einfach, was sie tun, um ihr Geschäft weiterhin zu machen. Weil wir dürfen nicht vergessen,
da geht es ja nicht um ein paar Euro, da geht es um richtig viel Geld, was da gemacht wird. Und da sind die Broker natürlich clever genug, das machen zu können, vor allen Dingen die großen Broker. Das heißt, wer bei so einem großen Broker ist, wie eben IB, der muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Da kriegst du demnächst irgendwann mal, also in den nächsten 2 Jahren vielleicht, irgendwann mal eine Mitteilung, du musst was elektronisch unterschreiben, dass du eben dann von Interactive Brokers UK zu Interactive Broker Frankfurt wechselst. So, und das war's dann auch schon. Und dann wirst du ganz normal weiterhandeln können. Du wirst wieder bei einem regulierten Broker innerhalb der EU weiterhandeln können. Es kann natürlich passieren, dass einige kleinere Broker Probleme bekommen. Ganz einfach, weil natürlich die Zulassung hier auf dem europäischen Kontinent, das kostet eben, wie schon erwähnt, Manpower, das kostet Geld und dass sie das vielleicht nicht haben. Aber was wird passieren? Die Großen werden die einfach übernehmen. Also gerade viele CFD-Broker, bei denen, wenn ihr jetzt CFDs beispielsweise handelt, ja, da gibt es ja viele, wo man denkt, ja, das sind irgendwie deutsche Firmen, aber da steht meist eine Firma dahinter, die irgendwo in England sitzt. Und wenn die eben sehr klein sind, diese Broker in England, dann kann es passieren, dass die Großen die einfach wegschnappen. Also so diese bekannten, ne, Plus 500, CMC Markets, IG Markets und so weiter, die werden sich dann einfach ein Stück vom Kuchen abschneiden. Aber ich glaube, wir können völlig beruhigt in diese Situation hineingehen. Da wird erstmal in den nächsten 1-2 Jahren überhaupt nichts passieren. Und dann werden wir einfach nur den Sitz des Brokers anders haben. Das heißt, der sitzt dann hier irgendwo und wir können entspannt weiterhandeln. Wir sollten uns darüber keine allzu großen Gedanken machen. Und wer jetzt bei Brokern ist, die sowieso in den USA sitzen, also beispielsweise eben bei Thinkorswim oder so, da kann es sein, dass diese Broker, wenn die nicht viele deutsche Kunden haben, dass die dann sagen, okay, wir suchen uns keine Zulassung auf dem europäischen Markt, wenn wir sie in London verlieren. Wir haben das ja schon mal erlebt, dass zum Beispiel eine Firma wie Elleron dann gesagt hat, wir nehmen keine deutschen Kunden mehr, dass auch Thinkorswim ja keine Margin-Konten in Deutschland anbietet. Warum? Weil die sagen, die Aufsicht ist uns zu kompliziert. London war da eben sehr, sehr fortschrittlich. Wir anderen Europäer sind da eben ein bisschen, nicht ganz so fortschrittlich. Und deswegen kann es passieren, dass wer jetzt bei so Brokern ist, die in Europa keine große Basis haben, ne? Trade King oder Auction House zum Beispiel, dass die dann sagen, komm, für 500 Kunden in ganz Europa oder für 1000 Kunden in Europa lohnt es sich einfach nicht für uns, da eine extra Niederlassung aufzumachen. Dann schließen wir die Kunden einfach aus. Der sucht sich halt dann einfach einen anderen. Aber die Großen und die meisten von euch werden bei mehr oder minder direkt bei Interactive Brokers sein. Die sollten sich da überhaupt keine Sorgen machen. Das wird alles ganz problemlos weiterlaufen. So, nächste Brexit-Thema also abgehandelt. Ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen alles noch kommt, ob es noch mehr solche Fragen gibt. Ist ja eine spannende Situation, hat auch noch keiner erlebt, dass mein Land aus der EU austritt. Also, wird spannend. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Optionshandel, auch rund um das Thema Trading, schreibt mir das Ganze in die Kommentare und wir sprechen hier darüber. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.